Aber wie schaffst du eigentlich, dass die Markierung, die ich auf der Karte anbringe, also sprich, hier meine Pinne, sag ich hier, da zeig mir mal an, dass die nach einiger Zeit aus dem Blickfeld verschwindet? Das scheint eine Server-Einstellung zu sein. Oder ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Da muss ich nochmal rumspielen mit den Einstellungen. Machst du auf der Karte machst du irgendwo Shift-Click, sodass du dann so eine Pinne da, so eine Markierung anbringst. Ja, Waypoint. Genau. Und der verschwindet aber, wenn er jetzt drauf auf Normalblick, kannst du das Ding jetzt nochmal, ich sag mal, 10, 20 Sekunden sehen. Und dann ist es auf einmal weg. Ja, das ist Server-Einstellung. Ja. Hast du es im Global Channel gepostet, also diesen Klick erstellt? Der ist eigentlich egal. Der ist für das Team immer eigentlich. Ja, das ist eine Cyber-Einstellung, muss ich nochmal gucken. Quasi, ich hoffe, du hattest die Straße geprüft. Wir fahren da jetzt nämlich direkt lang. Das ist dunkel. Moment. Genau die. Aber ist eigentlich auch schon wieder für den Arsch, weil ich habe nämlich von da aus. Ihr seht ja, wo ich jetzt bin. Ja. Also könnt ihr auch gleich hinter Minenfeld das Ding hinstellen. Weil ich habe gehofft, dass ich von da aus ein bisschen was sehen kann, aber für den Arsch. Bin gerade dabei, auf eine andere Position zu gehen. Ja, wir stellen mal hier die Fahrzeuge ab. Nachtsichtgeräte einschalten. Ja. Und ist langsam soweit. Dann halt mal die Position quasi und dann rückt man dann als Team vor. Ja, dann kann ich auch gleich wieder zurückkommen. Ich bin einfach mal entgegenkommt. Gerade Linie einfach aufeinander drauf zu rennen. Okay. Ihr habt alle einen Laserpointer dabei. Check. Ja. Damit kann man gegebenenfalls mal das Bett zeichnen im Himmel. Lass uns hier nicht gegenseitig über den Haufen ballern. Im Moment sehe ich nur drei. Also inklusive mir. Ja. Einer kommt gleich von vorne angerannt. Der war schon ein bisschen aufklären. Solange er nicht brennend angerannt kommt, ist alles in Ordnung. Ich habe gerade nachgeguckt, ich habe noch zwei Beine und zwei Arme. Sehr schön. Dann sollte ich aber langsam hinter den nächsten Bäumen sein. Ansonsten, wenn du die Beine verlierst, musst du hoffen, dass es die Milchbeine waren. Genau. So, da ist er ja. Gibt es eigentlich ein Ausdauersystem? Stamina-System? Ne, haben wir abgeschaltet. Dann kann ich auch schnell laufen. Genau, dann Attacke. Folgt mir mal auffällig, unauffällig. Wir sind nie damit warm geworden. Wir wurden dann immer so nach 100 Metern ausgepowert. Wir haben nie eine richtig gute Balance gefunden, also haben wir es abgeschaltet. Das sind aber auch so Sachen, die man mit so wenig Spielern, glaube ich, weniger zu fetzen weiß. Ja, wenn man nach einem kurzen Fußmarsch erstmal 5 Minuten braucht, bis man wieder ruhig zielen kann. Wer kennt es nicht? So. Wegi, bisschen mehr nach Süden. Ja. So. Und mal schön am Waldrand lang. Waldkante zieht Feuer an, das solltest du sein lassen. Ja, da muss aber auch direkte Sichtlinie bestehen. Ich glaube, da ist noch ein bisschen hügelig dazwischen. So, na, da haben wir doch endlich mal ein bisschen. Uiuiui, ist da weit los. Hast du schon Sicht? Ja. Oh, gute Position. Also, ich könnte eine Salve Heimas mal reinjagen. Dann können wir dann den Rest ausdünnen. Wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. So, wir haben sowieso nur 6 Salven, wir müssen also sparsam sein. Zack. 38 Sekunden und dann gibt's Feuerwerk. Bis dahin Feuerpause. Sind wir da nicht ein bisschen nah dran? Wir sind hier vor allen Dingen untereinander ein bisschen nah dran. Bisschen aufteilen, Abstand halten. Ja, 250 Meter. Wir k-
können uns den Föhn sparen danach. Das sollte ordentlich Druckwelle geben, aber mehr dürfte da nicht passieren. Ah, traumhaft. Na, ich leg mich schon mal ab, dann trifft's. Und ich dreh mich weg, dann trifft's nur die Füße. Ich hab einen Helm. Das reicht. Ah. Splashdown. Da kommt's. Ach Menno, die ganzen Typen, die ich mir alle ausgesucht habe, alle flach. Die schlafen nur. Ach so. Ich sehe auch nichts Lebendes. Rechts leuchtet einer. Da sind sie, glaube ich, noch im Feld mit der Taschenlampe. Ja, ja, der ist jetzt gerade im Wald reingelaufen. Drei Mann laufen rechts im Wald rein. Ja. Die sollten wir im Auge behalten, dass sie uns nicht flankieren. Im Lager sehe ich keine großartige Bewegung. Zwei down. Das ist halt die KI, ne? Normalerweise würde jeder die Taschenlampe ausschalten, die KI nicht. Ja. Vor allem sehr, sehr vorteilhaft, finde ich das, wenn er eine Taschenlampe hat, haust du so lange drauf, bis die Taschenlampe aussieht. Da ist, ja. Da ist noch einer dazugekommen, das heißt, wir haben noch zwei da in der Ecke. Das sind halt undisziplinierte Wagner-Söldner. Ja. Das passt schon. Ne, das sind die sie aus dem Knast requiriert haben. Und dann irgendwie hier ist eine Flinte. Ja. Okay, ja. Jetzt haben sie uns voll aufgeht. Oh, der kommt auch nah dran, nicht gemein. Dann verpisst euch von da. Ja, yep. Ausweichen. Ich behalte mal ein bisschen die linke Flanke im Auge, dass die hier nicht durch den Wald kommen. Also ich habe hier den Trampelpfad. Der... Was ist denn das genau? Links sieht sauber aus. Oder? Moment. Der, ja. Den ich fest eingemalt habe, den Weg habe ich gut im Sicht, im Blickfeld. 290 Grad West, da war was im Wald, Taschenlampen. Ja. Ich leuchte gerade hin. Fast hart West. Die zuletzt gesichteten zwei am Waldrand, haben wir die nochmal irgendwo gesehen? Kein Kontakt. Naja, aber es waren noch mehr als zwei auf jeden Fall. Sollten wir uns so langsam an einem schönen großen Bogen, sollten wir uns zumindest ums halbe Camp rumarbeiten? Also ich denke, in dem Waldstück zwischen der östlichen Straße und dem offenen Feld könnten sich noch welche versteckt haben. Dann holen wir sie uns. Ja. Wir gehen alle Richtung Osten an der östlichen Straße lang. Genau. Die Straße selber sollte frei sein. Die habe ich eigentlich schon eine ganze Weile im Auge. Und die habe ich auch schon mittlerweile gut gepflastert, das Ding. Hier kann ich schön Einblick nehmen. Also das Camp scheinbar wirklich planiert zu haben. Aber noch nicht gesichert. Ja. Schauen wir mal. Vor allen Dingen auf die Turmbunker und Sandsackbunker achten, ob da sich noch wer hingelegt hat. Machen sie ja auch gerne, die Kerlchen. Legislator, du warst ja die meiste Zeit noch westlich von der Straße. Hast du in dem Waldstück Richtung Straße noch Bewegung gesehen? Ja, nur die aufgeklärte eine Taschenlampe, aber die ist jetzt auch nicht mehr sichtbar. Mit Waschmaschinen im Camp, so, geil. Auf 285. Ja, ich achte auf Details, Fassi. Ich habe noch eine andere Mission, da schießen die Russen einen Mähdrescher ab. Macht nur Körper. Versuche
die meisten Kernelemente des Ukraine-Kriegs hier zu verarbeiten. Das ist meine Therapie. Okay, langsam weiter vorrücken nach Nord. Camp zur linken Sicht nehmen. Erstmal auch nur aufklären. Freigabe des Feuers bei Beschuss ist natürlich gegeben. Immer. Wir lassen uns nicht blind abschießen. Auch immer mal einen prüfenden Blick nach rechts werfen. Patrouillen sind überall zu erwarten. Es ist ja immerhin kein befreundetes. Sieh da vorne Licht. Achso, nee, das ist an einem Haus. Hausbeleuchtung, okay. Ja, Hausbeleuchtung. Mit Ruinen dahinter. Gleise. Kein Feindkontakt. Solltest die Heimarsalve ein wenig dezenter einstellen, weil ich sehe da echt nichts mehr in dem Camp. Was noch auf irgendwie aufräumt. Das Licht hinter dem Camp seht ihr ja. Das Licht hinter dem Camp seht ihr ja. Ich richte mal meinen Laserpointer hin. Ja, es könnte hinter der Mauer noch was sein. An der Außenseite. Dixie. Haufweise Dixie Klos. Mein Gott. Was essen die hier, dass sie so scheißen müssen? Ich finde es halt schade, dass so Kleinigkeiten wie diese Propangasflaschen nicht mit hochgehen. Da muss ich wahrscheinlich noch zusätzlich skripten. Es ist nicht einfach. Okay, ja, wir müssen uns jetzt trotzdem entscheiden, von wo und wann wir rein. Also nach meiner Erfahrung so ein Camp irgendwie mindestens zur Hälfte umrunden und dann von außen öfters mal reingucken. Ja. Dann hat man in der Regel schon 90% aller Probleme da drin erledigt, bevor man darin stiefelt. Hier kommt doch jetzt gleich an der Straße so eine Baumgruppe links davon. Ich sehe noch was. Okay. Irgendwas hat sich da vorne bewegt. Markier mal. Gerade noch was Richtung Osten abgedackelt. Ah, nach Osten? Okay. Ah. Das wär, Freunde, die uns hier verlassen. Das wäre ja auf uns zu. Auf uns zu. Ja, also es war Stücke von mir aus nördlich. Dann hatte der aber grobe Richtung Osten. Kriegt man Paranoia. Oder etwa der neue schwarze Hase, den ich noch nicht kenne, irgendwie. Ich meine, andersrum ist auch tatsächlich real. Du siehst nachts Dinge, die nicht da sind. Das ist völlig normal. Ich wäre, glaube ich, super paranoisch im echten Gefechtseinsatz. Nee, ich meine, den Film Platoon sollte ja auch jeder kennen. Da gibt es nämlich eine Szene, die ist so 200%ig real. Meine Figur hat irgendwas gesichtet, aber ich nicht. Ah. Der ist auf Wache. Dann guckt da so ein Urwald drin. Und dann siehst du eine, so da ist ein Baum, so ein Busch, irgendwie sowas. Alles wunderbar, schön Banane. So. Macht da irgendwie was anderes, guckt nochmal hoch und dann siehst du da einen Typen stehen. Er macht eine riesengroße Action, jagt alles an Klasse, an Claymore-Minen hoch, irgendwie sowas. Und am Ende war da nichts. Was ist mit dem da am Laser? Der sieht fast lebendig aus. Also ich bin der. Achso. Fast lebendig? Was ist da noch daneben? Sieht aus, als ob er auf irgendwas drauf sitzt. Moment. Ja, da ist noch einer. Der steht noch. Noch. Im Turmbunker, oder was? Nee. Ja, ich sehe ihn auch. Wollten euch. Ja, da war er. Wenn ihr euch nicht sicher seid, draufhalten. Ja. An Munition soll es nicht liegen.
Also irgendwann ach, schon, wenn die Missionen weit genug fortgeschritten sind. Ja schon, aber ich habe noch 18 Magazine, das ist ja halt... Genieß es. Auch hier reicht ja für diesen kleinen Krieg. Von Munitionsknappheit werden hier auch irgendwann... Au! Bin niedergeschossen. Richtung Unbekannt. Ja, ich werde mal schauen, ich bin da der Nächste in der Gegend. Auf der Straße, Richtung Nord. Bekämpft. Sauber. BTK, du bist Sanitäter. Walter ja. Deines Amtes. Ist sicher erstmal. Ja. Ja, der Sani kann erstmal hin, ich guck mir die Straße da an. Ich liege. Straße ist erstmal gesichert. Ansonsten, sobald ihr irgendwie was seht, wenn jemand auf euch schießt, irgendwie sowas, auf jeden Fall Fresse in Dreck hinlegen. Das kann ich nur unterstreichen. Ich lag ja auch sofort. Ja. Alles richtig gemacht. Bin länger so. Auf mich warten. Krankenversicherung regelt. So, das Camp ist tatsächlich gesichert worden. Ja. Wunderbar. Jetzt haben wir ein Problem, unsere Fahrzeuge stehen auf der anderen Seite. Ja, toll. Ich ja, sehe da aber noch ein Hit an Fahrzeugen. Können wir ja mal, wie heißt es so schön? Querieren. Ob's kann strategic Transfer of Equipment to Moment, Strategic Transfer of Equipment to an alternate location. Genau, so rum war das. Auf Deutsch Steer. Das klingt ja fast genauso schön wie radikale Dislokalisation. Ja. Rausreißen. So, eine Sache noch. Nur weil das Spiel sagt, es ist gesichert, ist es heißt das nicht, dass gesichert. Es tatsächlich ist. Ja. Genau, es ist immer, der Mensch muss immer bestätigen. Also verlasst euch logisch. Auf Computer, KI und etc. Immer die Augen selber nochmal öffnen. Deswegen würde ich auch immer davon abraten, weil es kann jetzt immer wer noch reinstürmen von einer Seite, die wir noch gar nicht sehen. Dann ist es technisch abgehakt, weil es ist halt ein Spiel, aber real ist es vielleicht dann doch nicht mehr gesichert. Aber deswegen... Mal gucken, was der Knabe hier so alles schön in den Hosentaschen hat. Ich sag mal so, selbstbewusst dem Camp entgegentreten, aber unter der Vorsicht, da könnte immer noch was sein. So. Also wenn die HIMARS hier gut getroffen hat, dürfte eh keines der Fahrzeuge mehr verwendbar sein. Das ist durchaus realistisch. Hier gibt es nur Fracks. Also sehr viel Müll, wie es halt bei den Russen üblich ist. Macht mal alle eure Laser an, dass ich sehe, wer wohin gehört. Ja. Ja. Die KI reagiert übrigens auf diese Lasermarkierung, falls die Nachtsichtgeräte anhaben und auch nutzen. Ah, okay. Das ist erwiesen, das habe ich selber mal getestet, weil ich es einfach wissen wollte. Das hat Bohemia also gut eingebaut. Auf der rechten Seite von der Basis ist auch einer von uns rein. Ich bin in der Mitte ungefähr. Also ich bin nördlich jetzt davon. Ja, mach mal deinen Laser an und geh mal nach oben mit dem Laser. Ja, das bist du, passt. Ich umgehe das Camp Außenseite Süd. Dann gehe ich mal mittig durch und dann links entlang. Und in der Mitte bei den Fahrzeugen. Jetzt hattest du gerade dein Ingame-Voice. Oh! Das war wohl... Ist alles okay? Das war wohl eine Schmetterlingsmine. Den hat's erwischt. Mich? Ich bin fit. Ich bin auch fit. Glaube ich jedenfalls. Okay. Ah! Oh Gott! Jetzt hat's mich erwischt. Die haben in der Basis Minen? Sind die bescheuert? Oder es ist ein... ich weiß nicht, ob die... Bin auf dem Weg. Ob die beim Modding so clever waren, hier vielleicht auch Blindgänger von den HIMARS mit einzubauen. Ich meine, es gibt eine Blindgängerquote bei den Shrapnels und das sind 25.000, die runterprasseln. Also ausgeschlossen ist es nicht. Ich habe noch einen Splitter abbekommen, BTK. Okay, dann laufen wir hier potenziell durch ein Minenfeld. Schön. Gefällt mir. Herrlich. Wieder gut. Da müssen wir uns aber auch ein bisschen aufteilen, damit wir nicht alle auf einmal ausfallen. Das ist richtig. Ich gehe weiter an der Außenseite. Ja, und ich gehe weiter an der linken Innenseite. Das Gemeine ist, die Schmetterlingsminen, die sind so klein, die kannst du auch nicht sehen.
musst einfach beten, dass du den Fuß los wirst, den du nicht mehr brauchst. Das Beste war, ich habe mich überhaupt nicht bewegt. Ich stand da und auf einmal, bumm. Das kann natürlich sein, wenn das Blindgänger sind, dass die einfach nach einer zufälligen Verzögerung hochgehen. Ja, oder durch Annäherung. Okay, also Außenseite scheint sicher zu sein, falls ich es mir entgegengekommen. Hier fährt nichts mehr, nehme ich mal an. Okay, dann nutze ich aber mal kurz die Gelegenheit und mache mal eine kleine linke Pause. Ja, das wird mal noch weiter. Rot-Gelb. Rot-Gelb. Oh, da mal die Schönheit da drinnen. Der Sunny hier ist noch in dem IFV ist noch ein Verbandskasten. Ein großer. Oh. Und es schadet nichts, irgendwie die Typen, die hier so rumliegen, die haben alle noch viel zu viele Handgranaten dabei. Ich kann schon ja gar keine mehr aufnehmen. Sonst natürlich. Wir spielen den Kindern mit. Ja, natürlich. Wenn es irgendwelche oder wenn ich jetzt hier die Dinge komplett alleine auseinandernehmen müsste, ohne Heimars, ich würde mich auch nur am Rand hinsetzen und würde Handgranaten rinschmeißen. Wie ein Bekloppter. Kann ich hier Magazine repacken? Also aus der Realität, sag ich mal, brauchst du nicht, weil im Normalfall ballert man halt sein Magazin leer. Dafür bin ich so, Peng, peng, ich wechsle mal ein Magazin, peng, peng, ich wechsle mal ein Magazin, das gibt's draußen eigentlich nicht. Ja, ich habe halt zwei Magazine, wo noch zwei Schuss oder so drin sind. Ja, dann mach die Knalldinger leer. Wie viele Magazine hast du dabei? Nicht so viele, weil ich so viele Minen dabei habe. Okay. Ecke, ich hab nämlich jetzt mal einfach mal zwei waren noch drinne. Dann habe ich jetzt einen Grund nachzuladen. Ansonsten, ich meine, greift dir eine Kalaschnikow. Hier liegen gerade unendlich viele rum. Ich verschieße jetzt wirklich die letzten zwei Patronen weg damit. Ja. Also, gut, Geld. Eine war noch drin. Eine Mine? Eine Kugel im Magazin und ich schleppe hier halt zwei komplett leergeschossene Magazine mit mir rum. Achso, hast du Macri Pack? Haben wir das irgendwo? Musst du mal testen. Es war eines der optionalen Add-ons. Drück mal STRG R. Wenn du es mitgeladen hast, kannst du dann dort deine Magazine zusammenpacken. Ne, da reloadet er jetzt einfach bei mir. Okay. Also STRG R ist die Standardbelegung. Autsch, ich habe noch einen Blindgänger gefunden, aber mir geht's gut. Den Umständen entsprechend. Das ist natürlich auch eine Variante, das jetzt zu sagen, ich habe einen gefunden, ja. Hast du noch Ersatzbeine dabei? Kommt vom Pinkeln zurück und direkt in die Mine rein. Das ist nämlich auch mal schön. Okay, aber jetzt weiß ich jetzt wenigstens, wo ich langrennen kann, wo keine Mine ist. Folge den Kratern. Okay, wir orientieren uns mal jetzt nach Westen. Wir müssen zurück zu unseren Fahrzeugen und dann mal nach Norden weiter. Wie wähle ich eigentlich im Vanilla Armor 3 aus, welchen Granatentyp ich werfe? Shift H. Also Shift H oder Shift G? Shift H wie Heinrich. Hotel. Das war ich. Also ich will jetzt nicht sagen, so was macht ihr denn alle? Wie kriegt ihr das alle hin? Weil ich renne hier in keine Mine drin. Das war auch ich. Werft ihr Granaten oder so lauft ihr einfach? Ja, ich teste gerade, wie ich auf eine Rauchgranate umschalte, aber bin zu dumm. Shift H wie Heinrich. Also nee, geht nicht. Ist wahrscheinlich bei mir ein bisschen verstellt. Wurscht, dann kann ich halt eine Sprenggranate werfen. Ist ja auch witzig. Probier mal Shift G. Das hab ich. Das mache ich aber nur, wenn ich irgendwo hinschaue, wo es nicht wehtut.
Okay, ja. Okay, Schiff G hat auch was geworfen. Oh. Ups! Sanitäter! Wo mit dem Schiff? Okay, das lohnt sich wenigstens. Der ist jetzt anschließend noch in eine Mine reingelaufen. Steuerung G ist es. Bei euch zumindest. Ah, herrlich, wir fahren. Ich werfe noch eine und dann weiß ich hoffentlich, ob es geht. Bleib mal kurz stehen, du bist verletzt. Stimmt, Steuerung G ist es. Ja. Und jetzt hole ich mir noch ein paar neue Granaten, weil ich meine ganzen Sprenggranaten weggeworfen habe. Ach je, ja. Das war jetzt eine richtig russische Aktion. Ja. Igor, welcher Knopf für Granate werfen? Ganz grober Hinweis irgendwie, Granaten auf eigene Leute ist jetzt nachteilig irgendwie. Mhm. Ach, was Weichei. Das wäre ein Fall fürs Kriegsgericht. So, okay, ja, heute keine Kriegsverbrechen mehr, bitte. Wir rücken jetzt mal weiter nach Westen zu unseren Fahrzeugen. Wie immer Vorsicht vor. Chef, an der Spitze machen wir dein Leuchtding an, damit wir dich sehen. Ja, habe ich hier irgendwas gerade gespottet? Ja, ich meine, wir können auch das Stück bis zu dem, was ist das nächste hier, dem BMD-2. Da können wir auch die Bahnlinie nehmen. Das wäre so meine Idee. Na gut, in den Fahrzeugen ist halt unsere Ausrüstung. Steht noch. Ja, oder einer Ladstoff zu den Fahrzeugen. Wir haben zwei. Okay, gut. 1-0 für euch. Ja, wir ziehen die einfach mal ein Stückchen weiter nördlich. Ja. Können wir ja noch entscheiden, ob wir die irgendwo parken. Aber so komplett zurücklassen sollten wir sie nicht, denn wir könnten sie brauchen. Was für ein Sauwetter. Hat das das letzte Mal auch geregnet, Bittiker? Nein, ich meine nicht. Okay, dann funktioniert zumindest das zufällige Wetter. Kriege ich ja noch eine Lungenentzündung hier. Bei Altes Life immer so lustig, wenn du da auf dem Server zufällig Wetter eingibst und eine relativ langsame Änderungsrate. Und du hast, der Server rebootet so alle, ich sag mal, alle 2 Tage einmal. Du kannst deinen Arsch drauf verwetten, dass es grundsätzlich nur Scheißwetter gibt. Na, das sieht doch mal hier lustig aus. Ist der von uns, der Typ? Nein. Ja, ich war auch total verwirrt. Aber er hat uns ein Auto dagelassen, finde ich okay. So, ich repariere das Ding mal schnell, Moment. Lass mal noch das Ding. Ich glaube, das war vorher schon so. Das haben wir jetzt nicht so. Damit könnten wir. Ja gut, das sind 200 Meter. 200 Meter die Straße nach Süden runter, dann finden wir unsere Fahrzeuge. Ja komm Leute, lieber schlecht gefahren als gut gelaufen, drin hier. Ich sitze, neben mir sitzt ein Toter, der stört aber nicht. Oh, der stinkt nur. Ist doch Normalzustand, oder? Hab ich rausgeschmissen. Er hat aber auch einen Anzug, Alter. Wie eine Wanderdüne, das Ding. Die hier? Das sind unsere. Bitteschön. Die Firma dankt. Ja, jetzt regnet es in den Kübel rein. Das hier ist unser? Leute. Da steht einer auf dem Wachturm und wir laufen hier die ganze Zeit. Er sieht uns nicht. Was für eine Plimse. Hier, ich leuchte mal an. Den holen wir uns mal. Schläft. Oh Mann. Also, ja, oh Mann. Der hat uns wahrscheinlich für seine eigenen Leute gereicht. Wir sind ja auch in dem Fahrzeug von seiner Einheit gekommen. Okay. Bestimmt. Einmal aufsitzen, Rast. Wir
fahren im Konvoi jetzt nach. Soll ich bei dem LKW hier aufsitzen? Ja, einfach alle Fahrzeuge mitnehmen, alles was geht. Wenn wir nachher mit vier Fahrzeugen jeder sein. Wenn ich bei dem aufsitzen könnte, Moment. Den fahr ich. Als Beifahrer höchstens. Achso, dann fahr ich als Beifahrer. Oh. Wenn wir nachher vier Fahrzeuge haben, vier Leute, passt. Wenn ich es euch erzähle, es scheint ja wirklich in ganz Europa Mode zu sein, russische Fahrzeuge zu stehlen. Spätze von mir, so wie ich, Jahrgang 1972. Ist in der DDR geboren. Eltern wurden in den Irak geschickt während des Golfkrieges von Saddam gegen den Iran, um die Ölförderung zu unterstützen. Was machen sie als erstes? Sie gehen in die westdeutsche Botschaft. Habt ihr mal $1,000 für uns? Wir möchten uns gerne dünne machen. Hier habt ihr sie zum Erstbesten. Patrouille voraus. Große Patrouille. Beschuss. Verwundet. Reloading. Lade nach. Da sind wir jetzt voll in den. Und jetzt werfe ich eine Rauchgranate, das darf doch echt nicht wahr sein. Vielleicht war ich so schlecht. Ja, damit wird meine Sicht blockiert. Das ist gut so. Es waren drei oder vier. Einen wenigstens. Bekämpft hab ich. Moment, BTK, dein. Du brennst noch, ne? Ich lieg direkt neben. Macht mal eure Lampen an. Ich weiß nicht, ob das unsere Leute sind. Muss mir erstmal kurz selbst verarzten, Moment. Zielt ihr gerade in die andere Richtung, weil. Macht mal eure Lampen an. Okay, dann niete ich jetzt die um, die keine Lampen anhaben. Genau. Oh, mich hat's ganz erwischt. Scheiße. Ja, das ist das Feuer, das. Schaden. In welchem Fahrzeug warst du? Im LKW, ne? Ja. Da waren nicht die guten Sachen drin. Nee, nur medizinisches Zeugs. Okay, Glaubt, die Patrouille haben wir. Ich glaube, du müsstest hier in der Nähe respawnen können, beim Camp auf jeden Fall. Beim Camp, ja. Ja, dann. Komm vorbei. Deine Ausrüstung. Die wird hier natürlich gut gegrillt. So, wir waren ja gerade bei dem Thema Irak. Was machen Sie? Sie gehen mit den $1,000 zu Ihrem Kontaktoffizier von der irakischen Armee, sagen, was kriegen wir für $1,000 von dir? Er so, ja, da kriegt ihr diesen Ural mit Benzin, dass ihr nach Türkei kommt. Ende. Kein Witz, mit diesem uralten Ural sind die halt dann wirklich in die Türkei gefahren, nochmal in die deutsche Botschaft, könnt ihr uns Benzingeld geben? Ja, natürlich, zack, damit sind sie dann nach Griechenland, dann rüber nach Italien mit der Fähre, dann nach München und der scheiße Ural steht halt bei denen heute noch im Garten. Das ist nicht schlecht, Kriegsbeute. Also die Typen haben auch noch lecker Sachen bei, also... Okay. Wer gerade noch ein paar zu viel Rauchgranaten hat, sollte jetzt vielleicht mal die ganzen Rauchgranaten alle rausschmeißen, weil die brauchen wir nicht. Rauchgranaten ohne R sind auch Granaten. So, wieder da. Sehr schön. Dein Kadaver liegt noch am Wrack, falls du dich nochmal ergänzen möchtest. Farbmagazine können nicht schwimmen. Ich nehme seine Unterwäsche. Wenn sie noch sauber ist. Also ich behaupte, meine Rauchgranate hat den Gegner so verwirrt, dass er nicht mehr geschossen hat. Ja, ich weiß auch Tränengas. Hast einen Kriegsvergriff rechnen. Naja, jetzt kommt das Beste. Ich sag dir, das ist ja eine Tradition bei uns hier inzwischen. Wenn du bei mir ums Hauseck rumgehst, die erste Seitenstraße, was steht da? Ein kleiner Gatz. Und ich weiß noch, wie der hier vor einem Jahr ankam, hat der ein fettes, großes, weißes Z drauf gemalt. Ach du, super. So, dann habe ich jetzt, da hat er auch noch ein russisches Nummernschild, inzwischen hat er ein deutsches. Und das Z wurde übermalt. Kannst ja mal raten, woher der kommt. Dann habe ich geguckt, wer wohnt in der Straße, ja. Klarer russischer Nachname. Sechs Männer sitzen im Garten und trinken Bier. Ich so, okay, die waren schlau genug, die haben sich dünn gemacht.
Okay, dann würde ich sagen, riskieren wir es mal und gehen zu Fuß Richtung ja. Ziel. Das wird spannend. Also ich habe hier den Weg, kann ich recht gut einsehen und da ist erstmal bis, auf jeden Fall bis zur nächsten Kurve, ist da tote Hose. Ja, ich würde nicht sagen, dass wir entlang der Straße gehen sollten, sondern wirklich quer durch den Wald. Schöner Waldspaziergang. Gehen wir mal nach Nord. Also gerade eben, dass sie diese zwei Hanseln, die hinter den Bäumen standen, echt ewig nicht als Feinde erkannt haben, das ist ja fast schon peinlich. Ich glaube, wir standen eine Minute davor und haben uns unterhalten und die haben genauso blöd zu uns geguckt. Das war schon richtig russisch. Es könnte auch sein, dass die KI noch echt schlecht eingestellt ist. Ich muss mir mal die Einstellung angucken. Nee, das liegt auch daran, dass die Russen hier generell eine schlechte KI bekommen haben. Irgendwas ist vor uns. Da ist eine Taschenlampe. Okay. Ich habe noch keine Sicht. Ja, Kontakt Nord auf 1,5. Oben. Das sind reichlich Typen. Ihr seid eh schon viel weiter, wie ich muss noch ein bisschen aufschließen. Ja, ich versuche Sicht zu kriegen, aber... Keine Sicht, nur Bäume. Auf 1,8 ungefähr. Oben auf dem Berg. Wirst du hässlicher Vogel, also einer down. Einer läuft gerade nach rechts den Berg hoch. Jetzt ja. Ist er definitiv im Gebüsch. Bewegen sich Ost. Ja, die bewegen sich kreuz und quer. Also ich hab schon diejenigen hier rechts, links, links, rechts. Noch mehr auf 10. Schaut mal, da er leuchtet jetzt sowieso. Ihr habt ja gesehen, rechts, weit rechts ist jetzt einer. Oh. Bekämpft. Ich hab mich erst mit seiner Taschenlampe angeleuchtet und dann siehst du halt gar nichts. Doppelschuss. Nordost 32 Grad. Reloading. Das Beste ist ja noch, dass die Leute, wo ich erzählt habe, die den Uran noch im Garten stehen haben, das sind lokal tatsächlich bekannte Politiker von den Grünen. Und das passt dann auch so richtig, weil die ja. Du kannst gar nicht vorstellen, wie schlecht die über die Russen reden. Ja, von den Grünen verbinde ich immer noch eigentlich so mit Umweltschutz und so in die Richtung. Und so ein Gast, so ein Ural, so ein, die ganze Russenflatte, so, Sprit sparen, hä? Du, der steht seit 40 Jahren fast nur, also der wird in dem Sinne nicht gebraucht. Der hat hinten so eine Plane drüber und innen sind da Gartengeräte. Also so als, unkonventioneller Schuppen benutzt, so weiter. Genau. Ihr geht jetzt auf die Lichter drauf zu, richtig? Ja, das war diese Fabrikanlage, die war aber bis jetzt scheinfrei. Eventuell sollten wir da mal einen Blick reinwerfen. Und dann entlang der Bahn hin hier weiter Richtung Hauptziel. Das warum nicht? Das klingt nach einem Plan, ja. Warum? Also wenn ich Missionen baue, mache ich mir nur wenig Gedanken, wie man sie dann umsetzt. Ich teste halt nur, ob es funktioniert im Generellen. Ja, weil... Aber ob wir jetzt hier entlang der Bahnlinie gehen, quer durch den Wald, über die Straße, das hat halt immer einen interessanten Zufallsfaktor. Deswegen ist das mal sehr faszinierend. Also ich liebe die Karte. Ich liebe die Karte, bist du Russ, ja. Da bist du wenigstens konsequent, weil der Plan überlebt halt gerade mal den ersten Schuss, ne? In die Richtung hier kommen wir ja nicht mehr hoch. Und das Herrliche ist, genau durch diese Schlucht sind wir vor einem guten Jahr mit dem Clan-Match durch. Hier vielleicht? Jo, hier geht's hoch. Oh Mann, das ist anstrengend, das geht auf die Beine. Oh.
Also ich habe jetzt Sicht zur Außenwand, zur Außenmauer. Bleib mal erstmal hier und beobachte erstmal. Hört sich noch einen Plan an. Wer ist das direkt vor mir? Gerade stand es noch da. Liege ist Lazar. Wunderbar. Wenn wir zu zweit einfach mal links entlang gehen. Das klingt nach einem guten Plan. Schauen wir mal. Mal 2 Meter Abstand halten, dass wir nicht gemeinsam hochgesprengt werden. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal BTK, machen wir beide zusammen mal. Wir gehen einfach bis ran an die Wand und gehen von der Wand aus nach rechts ab. Ja, wunderbar. Und umrunden die Scheiße dann mal rechts rum. So, wir sind jetzt linksseitig der Anlage. Na, da ran an die Wand und dann macht ihr das links rum. Und dann sehen wir ja eine Laser, wenn uns Laser entgegenkommen, dann wissen wir, wer es ist. Ich wollte schon sagen, wenn wir dann außen rum sind, dann schießen wir uns gegenseitig. Ja. Perfekt. Klingt nach einem Top-Plan. Also ihr könnt durch Löcher im Zaun krabbeln oder drüber klettern. Ich blick mal durch den Zaun unten durch. Legislator, wenn du mal kurz da bleibst. Mhm. So, ich hab mir gemacht, dass ich vorbeikomme an der Lücke. Erstmal nur außen gucken, dass wir von außen Ruhe haben. Also es läuft nichts Größeres rum und mehr reinkrabbeln will ich jetzt auch nicht. Oh shit, hier wird's zum Zaun. Da brauche ich nicht durch schon, da ist ein Baum dahinter. Wirkt ziemlich verlassen, das Ganze. Hier ist ein größeres Loch in der Mauer. Blick auf Bahnanlage, sieht sehr leer aus. Nix. Keine Menschen, keine Fahrzeuge. Ein Fahrzeug frei. Ja, ich würde sagen, wir gehen auch rein jetzt. Zu den ja, anderen. Ja. Ich mach mich mal auf den Hügel, auf diesen Kieshügel oben drauf. Oben hat man in der Regel noch ein bisschen besseren Überblick. Legislator, ich schau mal links in das Gebäude rein. Ja. Wenn ich hochkomme, ohne mir die Füße zu brechen. Mach die Tür auf, ich guck mal rein, ob sich jemand meldet. Nix. Ja, ich bin gleich reingestürmt. Jetzt müssen wir langsam anfangen, uns eine Reihenfolge zu überlegen, wie wir da reingehen. Links haben wir noch einen kleinen Schuppen, ich gehe da mal ran. Du ziehst auf die Tür, ich mache auf. Nix. Alles, alles clear. Siehst du den Schuppen, wo ich hinleuchte? Den würde ich uns als nächsten antun. Ich sehe Taschenlampen Nord, 0 Grad, hinter der Brücke im Wald. Die Brücke haben wir in Sicht. Ich sehe die Taschenlampen auch. Ging an und aus, ist auf jeden Fall ja. Bewegung da drüben. Ich wechsle mal hinter die Betonklötze. Ich schau mal, ob ich eine andere Position zum Auflegen finde. Also die Taschenlampe. Bist du rechts von der Straße Richtung Nord? Ja, jetzt sehe ich dich. Ich bin rechts von dir, ja. Sollten die nach links ausweichen, sehe ich sie. Ah ja, ich sehe die Taschenlampe flackern. Brücke entlang der Holzstapel vor. Ziele erkannt. Nordwest, laufen nach links. 346. Den Hügel hoch. Grobe Entfernung? 200 Meter. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Bewegen sich west, oder? Sie sind bei einer Felsgruppe. Bewegen sich nach Westen, jawohl. Oh, den müssen wir hochnehmen. Die können wir so nicht laufen lassen. Schlechte Sicht, sehr schlechte Sicht. Ich rücke weiter vor. Wir werden jetzt an einer Ruine.
vor der Brücke entlang der Gleise. Ich habe keinen Sichtkontakt mehr. Tja. Aus dem Augen, was den Sinn. Ich sehe sie nicht mehr. Aber auf jeden Fall, die können sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Taschenlampe war gerade auf 3, 4, 5. Ah ja, erkannt. Die kommen zurück, oder? Ja, es könnte sein. Keine Sicht, ich sehe nur Sicht. Die laufen nach Südost, ja, wohl. Die müssten gleich entlang der Felsen wieder vorbeikommen. Die laufen nach Ost zurück. Ja, auf die Entfernung wird es ein bisschen schwierig. Das ist richtig. Auf der Brücke sind wir zu gutes Ziel und unten drunter. Ah, Moment. Ja. Ich sehe sie. Sie sind jetzt weiter nach Osten gegangen. Sie sind in der Straße gegangen. Okay, dann hol sie euch. Einer ist gefallen. Das ist Nummer sicher? Zwei. Ja, er ist hingefallen. Taschenlampe ist aussehen. Ich bin jetzt direkt an der Brücke. Nummer 2 müssen wir noch ausschalten. Ich folge mal unserem Brückenmann. Wir können den Bahndamm ja ganz gut als Deckung verwenden. Ja. Ein bisschen Winkel aufwand, dass ein paar weiter links bleiben. Seh ihn, ich seh ihn. Größere Patrouille West, nah, 50 Meter. Die haben gutes Zeug dabei. Dreimal down. Vierter läuft noch. Vierter Mann down. Die Kasse hat die Granate hoch. Ja, mit Absicht, oder? Ich hab den Splint gehört, dachte mir so. Okay, der hat sich auch zum Schlafen gelegt. Sehr schön. Krankschreibung bis Freitag. Dann haben wir doch hier ganz gut gewirkt. Gewirkt oder gewürgt? Beides. Ja, warum nicht beides? Wollen wir uns diese Bahngeschichte hier noch näher ansehen oder gehen wir davon aus, dass das einfach passt? Operation Siegfried, weil der Kater von Thorsten Heinrich, also einer von seinen, Siegfried heißt und er ist für Sabotageaktionen hinter der Frontlinie bekannt. Ja, bei dem schon auch langsam vor der Frontlinie. Das ist eine Massenvernichtungskatze. Den dieses Bahndepot. Machen wir da noch was oder ist das fertig? Nö, das ist fertig. Wir rücken weiter entlang der Bahnlinie vor. Bis zum Hauptziel. Also Sprint über die Brücke. Go, go, go. Also wenn die Geografie in der Ukraine ähnlich so ist, dann wird mir das auch klar, warum die da so entlang von Bahnlinien kämpfen. Und diese auch nicht überschreiten, sondern als Kontaktlinie nutzen. Also so Bahndamm irgendwie sowas, der ist auf jeden Fall erstmal kugelsicher, das Ding. Da schießt keiner durch. Nicht ganz heimatsicher, aber ja. Nö, heimatsicher, das ist ja, da brauchst du dann schon wirklich ein 2 Meter Dach über dir. Oh, da liegt ein bisschen Material rum. Tja, brauchen wir Material. Wie sieht's aus mit First Aid Kits und Granaten? Habt ihr da noch genug? Haben wir Sprengladung dabei? Weil wir müssen ja auch was in die Luft jagen. Jupp, Sprengladungen haben wir dabei. Sauber. Okay, perfekt. Ich hab nämlich auch keine bei. Ups. Bei mir ist eher normale Munition etwas knapp, aber da werde ich danach aber einfach bei euch einfach räumen. Ja. 7,62 hast du, wa? Genau, da habe ich jetzt noch 3 volle Magazine und dann. Ja, komm mal her hier. Guck mal her, der hier nach oben leuchtet.
komme mal da zu dem Typen. Ich habe gar nicht so viel Platz im Rucksack, das reicht erstmal. Ach so, gut. Okay. Diese Ich habe nämlich jetzt noch 13 Magazine. Ja, die Minen sind so groß. Zweimal links, zweimal rechts vom Gleis. Ja, machen wir so. Ich bin links. Ich bin rechts. Und dann schauen wir. Ich bin vorne, wie jetzt. Bisschen immer mal umgucken. Ob wir hier Feindkontakt haben. Oh Gott, ich merke echt, dass ich zu viel bei meinem großen Clan spiele. Ich wollte jetzt gerade sagen, wächst wie ein Staggered Column, aber da weiß wahrscheinlich keiner, was ich meine. Staffelte Kolonne, ja. Gab's Kontakt, oder? Hm? Bunny weggeschossen. Ich weiß gar nicht, ob die lokal sind so. Oder global. Ja, hier ist ein Häschen bei mir, seht ihr den auch? Die sind immer von dir selber. Also kleinseitig, okay. Ja. Schade. Haben sie niemals gelöst. Ah, diese Engine. Das haben wir mal... Ein Schuss. Irgendwo links. Links definitiv. Ich wechsle auch auf die rechte Seite vom Bahnhof, dann kriege ich weniger Beschuss rein. Tiefste Gangart. Auch wenn es weh tut im Schritt. Mehrere Gleise robbt. Mam Ziel muss upale. 200 Metro. Eine Sicht. Das kommt irgendwie von eher weiter oben. Ja. Direkt hinter den ganzen Bäumen. 280 so. Keine Chance von hier. Ja. Oh, mein Kronen Tipp, wir sollten uns weiter hinter den Hügel hier hoch, weiter. Und den größeren Bogen umgehen. Wurde unsere Aufklärungsdrohne zerstört? Ja. Oh, schade. Die war schon, als wir uns der Basis angenähert haben, wollte ich sie aufrufen und da war schon wieder leer alles. Wups, der schießt sich gerade auf mich ein. Was macht er denn? Auf 265. Ziemlich weit. Also der Beschuss bei mir kam sehr präzise rein. Aber gut, der Computer sieht ja durch Bäume durch. Ah, Kontakt, seht ihr da, wo ich mit dem Licht hin wackel, da bewegt sich was. Ist da eine Lichtquelle? Keine Lichtquelle, ich habe einen Laufen gesehen, aber er ist halt im Gebüsch verschwunden. Ja. Holt sie euch. Bewegen sich den Berg runter anscheinend. Ist gut. Doch dann Spitze. Die sind mal wieder entgegenkommend. Ja, die haben auch ziemlich aufgehört. Es könnte sein, dass das ein Einzelner war und wir da tatsächlich gerade einen Glückstreffer gelandet haben. Weil ab dem Moment, wo wir diesen Gebüschhaufen unter Beschuss genommen haben, hat eigentlich jegliche feindliche Aktion aufgehört. Okay. Gut. Dann setzen wir mal unsere Reise weiter fort entlang der Bahnlinie. Da ist eine Eisenbahnbrücke. Das ist unser nächster geografischer Orientierungspunkt. Von dort aus versuchen wir dann das Ziel aus Richtung Osten aufzuklären. Mhm. Weiter vorrücken. Zweimal links, zweimal rechts der Gleise. Da muss ich erst wieder den Berg runterlaufen. Oh. Ja, mach mal Licht an bei dir. Da genau. Jetzt muss man mir nur noch mal sagen, was eine Radartellung ist. Eine was? Eine Radartellung. Weil da hat irgendjemand, war da sparsam mit dem S. Scheiße, hab ich nicht. Ich hab's Spiel auf Englisch, deswegen. Deutsche Texte. Kann sein, dass ich da im Korrekturlesen das überlesen habe. Dafür hast du uns ja, damit wir hier ein bisschen rumlästern können drüber.
Lichtquelle West erhöht. Ja, gesehen. Ich habe hier ganz gute Sicht. Ich schau mal kurz hoch. Ist statisch. Kann ein Fahrzeug sein, das steht. Ja, das ist nicht genau zu sagen, was es ist. Es leuchtet an einem Baum und der Baum ist zwischen mir und der Lichtquelle. Soll uns egal sein, glaube ich, oder? Einfach weiter. Ja. Ignorieren. Also es sieht nach Fahrzeug aus, aber stationär. Da ist ein Haus in der Gegend. Das könnte eine Beleuchtung vom Haus sein. Auch möglich. Kein Beschuss, also ignorieren und weiter. Wir haben ja keine Überlebenden gelassen. Der Feind weiß nicht, dass wir hier sind und ihn sabotieren. Okay, weiteres optionales Ziel. Den BMD haben wir bis jetzt nicht aufgeklärt. Optionales Ziel, die Ruinen im Nordosten einsehen. Ich würde heute mal noch davon abraten, weil vielleicht können wir noch eine zweite Mission im Anschluss schaffen. Sonst könnte es mit der Zeit kritisch werden. Ja. Heute habe ich leider nicht Open End. Daher bleibt erstmal der Plan, bis zur Eisenbahnbrücke vorzurücken und von dort nach Westen neu aufzuklären. Ich wüsste trotzdem gerne, wie sich Thorsten Heinrich in so einem Spiel schlagen würde. Ja. Ob er da genau wie in Escape from Tarkov Rage Quit machen wird. Also ich denke, meinem Koop Milsim kriegst du ihn ganz gut unter. Die Frage ist eher, ob er sich als gemeiner PV2 absetzen lässt oder ob er gleich zum Sergeant oder höher will. Oh, ich glaube schon, dass er die Rolle eines normalen Soldaten übernimmt. Wenn er mitkriegt, dass andere dabei sind, die ein bisschen mehr Ahnung haben. Also, ich finde es auf jeden Fall spannend, wenn auch mal andere Leute anführen, die die Mission nicht kennen. Ja. Weil ich bin natürlich vorgelassen. Gerade aus hat gerade was im Wald geblitzt. Ja, da haben wir Licht direkt vor uns im Wald. Ich leuchte mal hin. Ich leuchte mal Richtung. Hin. Es ist sehr weit weg. Okay. Potenziell auf dem Weg, aber noch nicht relevant. Ja, also ich bin natürlich vorbelastet, da ich die Mission selber gebaut habe. Das heißt, ich weiß, wo was triggern könnte. Versuche immer so viel Zufälligkeit wie möglich einzubauen. Deswegen, ich weiß, dass hier Patrouillen sind, aber ich weiß nicht wo, weil die auch zufällig umherlaufen. Also aber ich muss sagen, wenn man mit größeren Verbänden spielt, so klein wie es jetzt ist, das hat so eine gewisse Heimlichkeit. Da kann man einfach mal Special Forces like, ja. Genau. Ja, da aber wenn es natürlich, so wie vorhin. Wenn es natürlich doch regelmäßig mit einem 120-Mann-Plan spielst, wo du halt wirklich 5 Stufen vorgesetzt hast, da bist du halt auch einiges gewohnt. Ja. Und nachdem ich jetzt 2 Jahre lang Medic war, muss ich jetzt seit neuestem Down als Teamleader einspringen, weil unsere Teamleader fehlen. Aber es ist dann auch mal wieder lustig. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Ja, ich bin ja rangmäßig nicht befördert, ich bin nach wie vor nur Specialist. So, jetzt haben wir natürlich eine taktisch erniedrigende Position so erhöht, wie wir sind. Ja, ich bin exponiert. Machen wir es überschlagen, 2 vor, 2 Schüsse? Nee, gar nicht. Wir gehen einfach mal von da aus jetzt direkt zur Radarstellung, weil ich wollte nur mal von oben, von der Brücke aus gucken, ob da unten sich irgendwas bewegt, was sich nicht bewegen soll. Frage ist, also im alten Ace, da konnte man sich abseilen, aber das haben wir nicht mehr drin gehabt. Oh, da breche ich mir die Beine, wenn ich so runterfalle oder springe. Oh Gott, es klingt Beine dabei, ne? Ich muss gerade den Spruch von unserem Platoon-Leader an einen unserer Squad-Leader bringen. Platoon-Leader, warum bist du so schlecht gelaunt? Squad-Leader, mein Squad ist böse. Platoon-Leader, dann schick sie in den Tod. Krass, hier südlich, wir haben eine Position gefunden, wo wir runter können, ohne uns die Beine zu brechen. Hier, ich leuchte mal da aus dem. Da kommt er schön runter.
Nicht wundern, ich habe mir bloß gerade die Pollen aus den Augen gerieben. War gerade kurzzeitig blind. Gucken, der Soldat hat selbstständig nach der Blindheit die Sehkraft wieder zu erlangen. Ja, schön ist, das funktioniert ja auch. Okay, dann rücken wir mal weiter nach Westen. Oh, bisschen auffächern. Ich find's spannend, dass wir hier noch nicht auf Minen gelatscht sind. Hey, bis Last wird's. Und jetzt gleich kabum, kabum, kabum. Wir hatten schon mal solche Runden, da dachten wir, oh Mann, hier passiert gar nichts. Und dann hat's Armageddon losgebrochen. Dann hat's nur noch geknallt und wir sind gerannt. Ich dachte jetzt hier zum Beispiel, hier hätte ich KI platziert, aber ist nicht der Fall. Oder sie ist tot und weggelaufen. Kann auch sein. Spannend. Also ich werde selber überrascht. Das mag ich am meisten. Wenn ich einfach von meinen eigenen Missionen überrascht werde und denke, boah, okay. War jetzt nicht so gewollt, aber gut, wir haben noch 300 Meter bis zum Primärziel. Das ist ganz oben auf der Bergspitze. Eine Aufklärungsdrohne. Wir müssen also unsere eigenen Augen nutzen. Mal nach Hardwest ausweichen, da wo Fassi ist, zur Straße. Und an der Straße halten und sammeln. Prima. Ja, seine Pelze. Mach mal Licht an. Alle Licht an? Alle Lichtern. Da war einer. Ja, erkannt. Die schlafen. Ist das okay, Fassi? Ja. Was ist denn das denn? Ah, shit. Muss mir erstmal selber zusammenflicken. Irgendjemand ist da noch. Ich gehe mal rechts auf den Felsen hoch. Schmeiß mal eine Granate. Jo, hau weg. Reloading. Schießen nur blind durch den Busch. Die sind etwas weiter links von dir, Fassi, glaube ich. Da habe ich was aufblitzen. Ja, ich hab es gerade umgelegt. Muss mich nur wieder mal selber zusammenflicken. Lass dich nicht flankieren. Flankierte Soldaten werden zum Flanksteak verarbeitet. Als Stab. Ah, die scheinen wir erstmal ausgeräuchert zu haben. Haben wir alle erwischt? Scheint so. Unbekannt. Ich möchte nicht, dass mein schöner Rücken durchlöchert wird von Russenkugeln. Soll ich das machen? Heute nicht. Was hast du denn schön? Ich brauche erstmal ein paar Seil wieder. Können wir mal leicht Handpacks. Oh, Handgranaten, das ist schon sehr gut. Immer schön die Leichen looten, das ist generell erlaubt. Ja. Das ist kein. Ich brauche erstmal ganz dringend noch ein paar Gunpacks hier. Ich habe jetzt gerade 2 Stück verbraten. Okay, warte, ich habe genügend. Ich leg dir welche hier auf die Straße. Nee, sind ja welche bei hier überall rumliegen. Okay. Ist ja harmlos. Nimm die alle wieder mit. Weil dafür sind wir die Leichen da, dass man so auseinander nimmt. Sieht aber so aus, als hätten wir alle erwischt. Also ja. Keine Überlebenden. Alle tot. Prima. Dann nach Westen den Hügel hoch. Sammeln. Bei der Felsformation, da wo wir schon ein paar Leute oben haben. Ja, da so grobe Richtung.
150 Meter bis zum Ziel. So langsam sind wir in Spuckreichweite. Ja, ich sehe das Radar schon. 2, 4. Dreht sich's? 3. Im Laser da, jo. Wenn sie es dreht, unterhalb der Antenne bleiben. So authentisch ist das Spiel nicht simuliert. Wir werden hier nicht zu Mikrowellenbürgern verarbeitet. Oh. Basti, du hast dann auch die Ehre, das zu sprengen. Endlich. Wir müssen nur noch Sprengladungen finden. Oder überreichen. Dreht sich zu schnell, das Radar. Weil es tatsächlich, ich weiß, dass es dieses Modell gibt, aber ich habe noch keine Mission gehabt, wo ich das Ding tatsächlich mal gesehen habe in Action. Tja, irgendwann ist immer das erste Mal. Nicht so weit vor, Fuzzy. Das ist keine gesicherte Anlage. Wir sind auch Feinde unterwegs. Aber da ist nicht ungeschützt. Dann habe ich doch eine spontane Idee. Moment, lasst mich mal. Ich sehe da hinten Felsen. Von den Felsen aus müsste man oben ungefähr grob besser drauf gucken können. Wäre doch ein gutes Ziel für einen Raketenangriff. Ja. Meinst du Heimas reinjagen? Immer. Stimmt eigentlich, wir haben ja noch genug davon. Dann tretet zurück, nehmt Abstand. Natürlich ist das jetzt ohne Da ist eine Patrouille direkt neben der Radarantenne. Ja, das ist doch egal. Dann hau da rein, solange die Patrouille da bleibt. Die ist direkt vor uns, also wir wissen nicht. Die ist direkt in Spuckreichweite, 10 Meter oder so. Da war nichts mehr mit HIMARS. Ich weiß nicht, ob wir alle erwischt haben. Ich habe 2 gesehen oder 3. Also ich sehe hier was. Ich sehe hier hinter dem Radar von euch aus, da ist noch ein bisschen was los. Kannst du es ungefähr auf der Karte markieren? Dann fordere ich da mal Artillerie an. Moment. Mal kurz gucken. Da ist noch einer. Nö, ich mach die so klar, die Jungs. Das waren nur 2. Und sie waren blind. Naja, ohne Nachtsicht. Schalt's mal aus, ne? Du siehst nix. Ja, nach einer Weile gewöhnen sich die Augen. Nach einer Weile siehst du wieder was, aber du musst halt wirklich 2-3 Minuten in der Dunkelheit rumlaufen. Ja. Ich wäre so paranoid. Okay, dann rück mal langsam vor. Du sagst, du hast da alle soweit. Ja, Moment, noch Blick. Ich taste mich langsam voran. Solange ihr hinter mir bleibt, sollte nichts passieren. Fuß des Hügels. Weil ich schalte hier immer wie ein Wilder zwischen Fernrohr und Fernglas und Wumme hin und her. Ich sehe jetzt hier die, was ist das? Die ovale, das ist die Richtantenne, oder? PRV. Die Hochkant-Ovale ist der Höhlensucher, PRW 13. Soll ich schon mal die erste springen? Ladung an dem Radar neben uns anbringen? Ja, negativ. Sandsackstellung um die Ecke. Negativ. Erstmal müssen wir alles sichern, damit wir da nicht beim Legen. Die Mannequins da ein bisschen reduzieren. Du willst nicht beim Legen der Ladung noch in den Rücken geschossen bekommen. So, wir rücken langsam vor. Was ist denn das? Ist das ein Busch? Ne, 2 Mann. Südwest, die Hügel hoch. Direkt voraus, 50 Meter. Ich hab den linken. Sieht er den? Check. Check. Okay, los. Reloading. Mein Magazin war fast leer. Hilfe. Und auch ein Schuss, da muss ich noch. Ich muss. Das war ein Counter. Ach ja, Sandsack-Poker voraus.
Ah, in den Sandsack. Also ich guck die ganze Zeit in den Sandsackbunker da rum. Ich sehe da niemanden. Wir sehen frei aus. Die sind so rausgelaufen wahrscheinlich. Okay. Also zwei Typen habe ich da drin platt gemacht. Das ist gut. Dann langsam vorrücken zum Gebäude. Das ist Mine. Mine oder Granate? Auf jeden Fall verteilen. Granate aus. Bisschen aufsplitten, dass nicht alle drauf geht. Ich gehe mal über die Straße rein. Ich gehe mal auf die linke Seite von der Radarstellung. Ja, im Garten war einer. Da wohin gehört? So, ich bin jetzt im Sandsack-Bunker. Das ist noch gut zwei Meter. Einfahrer im LKW. Schlecht. Hier ist auch noch eine Kiste mit Sprengladung. Ach, so ein Pech aber auch. Dann, ja, dann gehe ich mal hoch und versuche das andere Ding in die Luft zu jagen. Quasi, du hast auch die Ehre, was in die Luft zu jagen. Na, aber hallo. Bedien dich und... Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich mir das Ding anschleiche. Ah. Ja. Wie gesagt, unterhalb der Antenne bleiben, dann passiert ja nichts, das ist aber ein Problem bei der Kiste. So. Moment, ja. Ich guck mal nochmal. Achso, da war ja noch ein Zweitradar, dann nehme ich die GAB. 40 Sekunden, dann geht's los. Ingame-Informationen, du solltest wenigstens 2 oder 3 legen, sonst ist es noch intakt. Ja, ich habe jetzt eine gelegt und die hat schon den Timer gesetzt, also 40 Sekunden dann bumm. Mach mal dein Licht an. Ah ja, wunderbar. Das kann manchmal auch zeitverzögert eine Aktion von dir erfolgen, wenn ich gerade ein Bier trinken will. Also bitte nicht sofort abschießen. Zeitverzögert abschießen. Wäre schön, die Knicklichter zu haben von Ace damals. Man sich halt an die Schulter. Und hat's gereicht? Ja. Ja. Also das Missionsziel ist erst erfüllt. Wenn das andere auch kaputt ist, so zum Beispiel? Wenn wir die komplette Anlage zerlegt haben. Ja, es dreht sich immer noch. Ich lege ihm nochmal 2 Sprengkörper dran. Ich weiß nicht, ob das so animiert wird. Aber es muss alles gesprengt werden. Das heißt, inklusive LKW und dem Anhänger. Okay. Quasi, du wirst sagen können, wie der heißt. Ja. Also die Bediengeräte und der LKW für die ganze Filteranlage für... Empfänger und Kram. Es muss die komplette Radaranlage zerstört werden. Ich bin schon nicht richtig. Eine Sprengfalle bringe ich noch an, weil sich das Ding ja noch dreht. Boah. Viel hilft viel. Und wenn die so nett sind, uns gleich den Kram hier hinzulegen, mitnehmen. Sekunden, dann macht's nochmal bumm. Ich hole mir nochmal ein paar Sprengfallen aus der Kiste. Ja.
Also ich bin jetzt gerade am Anhänger und am LKW. Ich vermine die gerade. Timer schon gesetzt? Nö, ich mach die per Hand. Nachher. Damit du nämlich auch noch welche rausholen kannst, weil glaube so aus der Entfernung. Wo gab's denn hier die Kiste mit den. Hier der Laser, der hochzeugt. Bin da. Und da ist die Kiste. Das liegt auf dem Dach und dreht sich schön. Ja. Ich glaube aber nicht, dass die Zerstört-Animation da getriggert wird. Das ist halt noch ein Modellfehler. Jag einfach mal, sobald alle bereit sind, ein LKW in die Luft, neben dem Haus. Moment. Das dürfte dann den Erfolg bescheren. So, also die, das war da mal an der Kiste, an der Sprengstoffkiste, da habe ich reichlich Minen verteilt. Muss nur noch warten, dass derjenige, also ist ja auch lustig. Zwei Rucksackladung und zwei Sprengladung. Okay. Muss nur warten hier, dass hier unser, dass das krasse Spektakel hier sich fertig aufmunitioniert hat. Und dann sollten wir euch mal zusehen, dass wir hier aber ganz schnell die Biege machen. Könnt euch noch motivieren, indem ich Heimas anfordere. ich kämpfe gerade mit den Tücken des Objekts, das dauert noch einen Moment. Der ganz normale Wahnsinn, also. Bisschen Arbeitsstress. Egal, ich geb's auf. Nehme ich halt nicht alles mit. Ich krieg irgendwie nicht mehr die letzte Mine bei mir rein, da hilft auch kein Umräumen mehr. Also, ich lauf vorne raus. Ist auch vorbei, wenn wir das hier geschafft haben. Ich melde mich, wenn ich in Sicherheit bin. Wo bin ich denn hier in Sicherheit? Außerhalb des Gebäudes. Action! Beschuss? Okay. Zünden, passiv zünden. Gekämpft. Wow. Das war nah. Das war laut. Das war schön. Piept. Leider nein, aber Ace hatte das mal mit eingebaut, ne? Laut der Explosion. Ah, ist das mal Mission accomplished. Das ist auch lustig. Die P37 liegt auf dem Dach, die Räder bleiben stehen, aber die Kiste dreht sich noch herrlich. Ja, aber klappt, denke ich.